Heute möchten wir mit euch über die Erfahrungen sprechen, welche wir während des Baus unseres Tiny Houses mit den Werkzeugen und kleinen Helferlein gesammelt haben und was wir natürlich mitnehmen für das nächste Mal und auch anders machen würden. Wir sind übrigens Ilan und Anja, und wer uns schon länger verfolgt, weiß, dass wir zwei absolute Planer sind und eigentlich vermeiden möchten, auch Fehler zu machen. Dass das nicht geht, ist klar. Auf der Tiny House Baustelle ist uns das dann auch klar geworden, als wir die Pläne beiseite gelegt haben. Die Vorbereitung war trotzdem gut, aber demnach waren wir auch nicht bestens vorbereitet, was den Umgang mit den Werkzeugen angeht. Das hat uns auf der einen Seite riesig Spaß gemacht, weil eben alles nicht mehr so theoretisch war. Auf der anderen Seite bedeutete das aber auch, dass wir manche Werkzeuge so ein bisschen zweckentfremdet haben und dann am Ende auch mit den Konsequenzen oder Ungenauigkeiten leben mussten, beziehungsweise die dann später noch ausbessern mussten. An dieser Stelle möchten wir auch erwähnen, dass wir keine Profis sind. Nehmt unser heutiges Video als Anreiz, nehmt die Erfahrungswerte mit, die wir gesammelt haben. Schaut euch nochmal genaue Tutorials an, wie man auch wirklich professionell mit Werkzeugen umgeht und welche Sicherheitsmaßnahmen dort auch eingehalten werden sollen. Manche Werkzeuge wurden uns auch im Rahmen einer Kooperation zur Verfügung gestellt. Welche das genau sind, das werdet ihr der Infobox unten entnehmen können. Und zwar markieren wir diese dann mit einem Sternchen. Das hat natürlich keinen Einfluss auf die Erfahrungswerte, die wir mit den Werkzeugen gesammelt haben. Wir beginnen mit den etwas größeren Werkzeugen, also mit denen wir eigentlich auch mit am meisten gearbeitet haben. Das war zum einen unsere Handkreissäge, die wir mithilfe des Werktisches, in dem Fall von Wolfcraft, zu einer Tischkreissäge umgebaut haben. Und erzähl doch mal, was wir damit gemacht haben und wie das so funktioniert hat. Man kann schon sagen, dass dieser Werktisch mit der Tischkreissäge unser Hauptwerkzeug war. Gerade zu Beginn haben wir ja die Trennwände auch zugeschnitten, also die Balken für die Trennwände, als auch die Pappel-Sperrholzplatten. Wir konnten mit dieser Tischkreissäge also auch sehr lange und relativ gleichmäßige Schnitte durchführen. Gerade bei Wiederholungen, beispielsweise die Schubladen, da sind ja einige Platten gewesen, die sich natürlich von den Maßen wiederholen. Und das war dann auch sehr einfach mit dieser Tischkreissäge, da ich nichts umstellen musste. Also sobald einmal korrekt eingestellt, war das Ganze relativ unkompliziert, effektiv und sehr präzise. Wir waren leider ein wenig limitiert bei größeren Platten und auch gerade bei der Tiefe der Platten. Also so konnten wir beispielsweise in unserem Fall nur 40 mm schneiden, also 4 cm tief schneiden. Und das hätte sich durchaus auch verändert, wenn wir ein anderes Sägeblatt gewählt hätten. Aber auch da ist dieser Tisch auf maximal 70 mm limitiert. Also da mussten wir uns so ein bisschen umorientieren. Auch der Parallelanschlag hat halt nur eine bestimmte Größe von Platte zugelassen, und das passte bei unseren Riesenplatten, die wir da bestellt haben, einfach nicht. Wir hätten uns aber auch etwas mehr mit diesem Tisch auseinandersetzen können und sollen. Zum Teil haben wir ja auch mit der Tischkreissäge Platten mit den Maßen 2,50 Meter mal 2,65 Meter oder so. Also unsere mal 3 Meter. Mal 3 Meter sogar. Ja. Also unsere Pappel-Sperrholzplatten waren nicht ohne. Da mussten wir zu zweit festhalten. Ja, wir haben später herausgefunden, es gibt natürlich für diese Arbeitstische gibt es auch Verlängerungen, auch Schienen. Wir haben uns dann später mit so Böcken geholfen, weil die Platten einfach zu groß sind. Und einer hat dann von hinten geschoben, der andere hat von der Seite gehalten. Und somit lag die Platte auch nicht immer schön auf. Und dann hat sich dann irgendwann mal das Sägeblatt verfangen. Das ist dann auch gar nicht ungefährlich. Also unsere Platten waren dafür einfach zu groß. Da hätten wir besser mit der Tauchsäge gearbeitet. Ja. Aber für kleinere Stücke ist es wirklich toll, weil der Tisch auch gerade steht. Damit lässt sich echt ganz gut arbeiten. Ja, ja. Und wie gesagt, von den Funktionen ist er sehr gut ausgestattet. Nur wir haben halt eben nicht alles so verwendet, wie es im Handbuch steht. Mein Fazit ist auf jeden Fall, sobald wir das einmal mit dem Parallelanschlag hinbekommen haben, also alle Distanzen auch von Sägeblatt stimmen, dann ist das ein relativ einfaches und unkompliziertes Arbeiten. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Werkzeug. Und zwar haben wir die Tauchsäge von unserem Hersteller verwendet. Mit der Tauchsäge haben wir deshalb nur gearbeitet, weil wir dachten, dass es etwas schwerer wäre, unsere Tischkreissäge wieder auseinanderzubauen. Dabei hätten wir es nur umdrehen müssen. Also das fühlte sich irgendwie kompliziert an, und dann haben wir einfach ein anderes Werkzeug genommen. Ja, wir haben sie hauptsächlich für die Podestbalken verwendet. Das heißt, wir haben alle Podestbalken oder so gut wir konnten, ich sag mal 4 oder 5 Stück hintereinander auf gleiche Höhe schneiden können. in einem Prozess, in einem Durchgang und das relativ präzise. Und brauchten dann von hinten immer nur nachschieben und hatten somit für die Füße, war das glaube ich, ne? Ja. Hatten dann immer die perfekte Länge. Also das ging richtig gut. Das Coole bei der Tauchsäge ist ja eigentlich, dass man mit der auch eintauchen kann ins Material und somit auch in der Mitte einer Platte starten kann zu schneiden. Auch also hier war wieder ganz wichtig, die hatte ja eine Führungsschiene und dazu brauchten wir dann auch entsprechende Befestigungen, dass die Schiene fest sitzt. Da haben wir echt ein paar Anläufe gebraucht, weil es immer, je nachdem mit wie viel Druck man gearbeitet hat, um Millimeter wieder verschoben war. Und also es hat uns schon auch Nerven gekostet. Das war jetzt nicht so easy und toll, wie das alles klang. Das hat schon ein bisschen gedauert. Ja, aber es hat sehr gut funktioniert. Da wir trotzdem nach wie vor unseren Tisch verwendet haben, haben wir dreimal überlegt, ob wir das Ganze ab und wieder aufbauen. Das war schon sehr aufwendig, so wie wir das gemacht haben. Vielleicht ist es auch normal, wenn man immer wieder seine Arbeitsstation umbaut. In unserem Fall klang es einfach logischer, an mehreren Arbeitsstationen an verschiedenen Stellen zu arbeiten, dadurch, dass wir eben nicht wie in der Fabrik 30 Mal Platte A schneiden, 20 Mal Platte B, sondern alles sehr individuell war und in einer geringen Stückzahl. Und wenn man dann doch wieder den einen Balken und beim nächsten Mal die Platte schneiden musste, hat man sich einfach zweimal überlegt, bauen wir jetzt alles um oder nehmen wir ein anderes Werkzeug, gehen wir an eine andere Stelle oder nehmen wir doch die Stichsäge, wo wir beim nächsten Werkzeug sind. Die Stichsäge war eigentlich unser Allzweckwerkzeug. Bevor wir dreimal überlegt haben, bauen wir jetzt alles auf, ach komm, wir machen es mit der Stichsäge. Geht einfach schneller und unkomplizierter. Wofür die natürlich gar nicht zu benutzen ist, ist für etwas breitere Balken. Dadurch, dass die Klingen ja relativ lang sind, verbiegen die ja auch schneller. Also je stärker das Material ist, desto unsauberer wurde der Schnitt. Mit dem richtigen Sägeblatt hast du aber auch wunderschöne Muster hineinschneiden können. Ach so, unsere Lüftungsschlitze für die Heizung. Das war schon beeindruckend. Das hat Spaß gemacht. Ja, natürlich ist der Schnitt nie so sauber mit der Stichsäge, wenn man über lange Bahnen fährt, wie wenn man das mit einer Tischkreissäge macht. Ja. Ist ja klar, aber für uns hatte das in dem Fall ausgereicht, da die Stellen im Haus dann selbst wahrscheinlich eh mit Leisten noch kaschiert werden oder die Stelle dann am Boden war, die dann durch den Fußbodenaufbau eh nicht mehr sichtbar ist. Also wir haben es jetzt... aber auch die Aussparungen für die Balken haben wir alle mit der Stichsäge gemacht. Ja. War einfach am unkompliziertesten. Was uns trotzdem schwer gefallen ist, waren die Gärungsschnitte, weil wir teilweise mit sehr, sehr starken Winkeln gearbeitet haben, sodass es eigentlich, je nachdem, ob wir mit einem Balken oder mit einer Platte gearbeitet haben, leichter war, auch mit einer Kappsäge diesen Gärungsschnitt zu machen, weil diese Wahnsinns-Kappsäge auch aus der Halle, die wir benutzen durften, so schnell umzustellen war. Balken schneiden, Kappsägen. Und das hat man uns ja auch gesagt. Ne? Also das haben uns ja einige Leute empfohlen, nur wir hatten die halt nicht. Nächstes Tool. Die Oberfräse. Die Oberfräse kam eigentlich nur einmal zum Einsatz für die Wangen, damit wir die Treppen etwas besser einfassen konnten. Also mit dem Gerät fand ich es persönlich am aufregendsten zu arbeiten, obwohl jetzt so eine große Kappsäge oder andere, ne, wo man große Klingen hat, wo, da hatte ich ein sichereres Gefühl. Bei der Oberfräse hatte ich eher Sorge, dass die einmal abschmiert. Klar, wir hatten zum Glück auch eine gute Einweisung dann noch bekommen. Am Ende hat es gut funktioniert. Vielleicht war der Kopf nicht mehr ganz so scharf. Also ich glaube, deshalb hatten wir auch ganz oft diese Brandflecken. Wir brauchten leider immer 2 Ansätze pro Fräsvorgang, weil wir mit einem Durchgang nicht alles. Fazit, ich hatte auch einen großen Respekt vor der Fräse. Da hat man schon gemerkt, da musst du wirklich ordentlich festhalten. Unsere letzten 2 Werkzeuge, die großen, bevor wir zu den kleinen Helferlein kommen, waren der Akkuschrauber und der Schlagschrauber. Ja, der Schlagschrauber war besonders wichtig, immer als wir unser Haus mal auf- oder abgebockt haben, weil das Ding einfach so viel Schmackes hat und wir, ich weiß noch beim ersten Mal, als das Haus zu uns kam, wir wirklich noch mit der Handratsche unser Haus dann versucht haben auszurichten bei einem Gefälle. Das war unfassbar. Wir hatten ja mehrere Akkuschrauber, das war ja unser Luxus, sage ich mal. Sind wir wieder bei dem Thema Luxus. Also wir hatten, ich glaube, 2 12-Volt Akkuschrauber und 2 18-Volt Akkuschrauber und die 18-Volt Akkuschrauber sind natürlich klasse. Also mit denen sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Mit diesen Maschinen haben wir überwiegend geschraubt auch ab und zu, ja, aber auch dafür haben wir eigentlich auch eher die 12 Volt verwendet. Aber gerade bei der Lochsäge Das ging mit 12 Volt nicht, also unserer Erfahrung nach. Die Lochsäge brauchten wir ja für unsere Steckdosenlöcher als auch für unsere größeren Lüftungslöcher, für unsere dezentrale Wohnraumlüftung. Und das haben wir ja alles vorbereitet mit entsprechenden Verstärkungen hinten. Und da hat natürlich der Schrauber ganz schön ausgeschlagen. Also ja, vielleicht hatten wir doch die falsche Technik, aber da ist so eine Kraft, die da freigesetzt wird, da sind wir auch echt mit Respekt dran gegangen. Das Multitool war übrigens auch klasse, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, okay. Ja, stimmt. Das war tatsächlich das letzte Werkzeug. Ich habe mich noch gewundert, irgendwas fehlt doch schon wieder. Stimmt. Also das Multitool, ich kann es nur jedem empfehlen, der mal einen eckigen Ausschnitt benötigt. Mhm. Und das relativ unkompliziert oder mal was ausbessern muss, dann ist das wirklich ein super Tool. Und es gibt ja auch viele Aufsätze. Man kann, glaube ich, Multitools auch zum Schleifen verwenden. Mit den großen Geräten sind wir, denke ich, durch. Ne? Mhm. Nur die kleinen Helferlein, die dürfen wir nicht vernachlässigen. Da fällt mir beispielsweise ein die Einhandzwinge. Oh ja. Mann, war das ein unfassbar wichtiges Tool. Ja, also zwingen grundsätzlich. Ob das für unseren Schubladenbau war, da brauchten wir sowieso, da hätten wir wahrscheinlich noch mehr Zwingen einsetzen sollen, damit der Leim schön trocknet und alles schön auf Zug ist. Die Schraubzwingen hatten wir ja auch. Genau. Aber ich meine jetzt explizit auch die Einhandzwingen. Also die waren wirklich genial. Ne? Ja. Die haben wir für alles verwendet. Zwingen sind großartig, wir lieben Zwingen. Was auch wichtig war, immer mindestens 2 bis 5 Bleistifte bei sich in der Nähe zu haben. Ich habe bestimmt 5-mal am Tag meinen Bleistift verlegt. Du bist an der Fläche, du willst was abmessen, markieren. Wo ist der Bleistift? Dann lässt du den Bleistift da liegen, läufst ins Haus, bist oben am Balkon. Wo ist der Bleistift? Kleinigkeit. Bleistifte braucht man immer. Immer, aber genauso wie ein Zollstock. Ach, Zollstock ist Zollstöcke, die sind mindestens genauso wichtig. Ja. Die Wasserwaage fand ich nicht unwichtig natürlich. Mhm. Dann haben wir ein ganz tolles Bitset gehabt. Wir hatten das Gefühl, also entweder haben wir nicht immer die richtige Größe gewählt oder ich weiß nicht, wir haben die so schnell kaputt gemacht. Also es ist großartig, so ein Set zu haben, aber uns sind die ganz oft durchgedreht. Für die Treppe hatten wir auch ein Winkelmesser im Einsatz, der sehr, sehr wichtig war. Ja, Winkelmesser. Also da merkt man auch mal wieder, Mathematik zum Anfassen kommt bei einem Hausbau wieder auf einen zu. Und ich finde es großartig, dass man spätestens jetzt den Sinn dieser Inhalte damals in der Schule erkennt und man was damit anfangen kann. Es hat echt Spaß gemacht. Um Vorbohrungen zu machen, haben wir sehr gerne den Undercover-Jig auch verwendet. Gerade bei den Trennwänden, ne? Man hätte natürlich auch direkt mit Winkeln das Ganze verschrauben können. Wir wollten aber, so gut es geht, darauf verzichten und haben dann mit dem Undercover-Jig entsprechend in dem Winkel auch vorgebohrt. Das hat eigentlich echt gut funktioniert. Wir haben den Zweck entfremdet so ein bisschen. Wir haben es vorher ohne probiert und da sind wir handwerklich einfach nicht erfahren genug. Da ist uns ganz oft ein Stück Holz dann weggebrochen und das hat mit dem Undercover-Jig super funktioniert. An anderen Stellen haben wir dann doch zu einem Winkel wieder gegriffen, weil es dann schneller ging, als alles vorzubohren. Da wurden wir etwas ungeduldig. Ja. Aber ein cooles Teil. Also das war echt, kann man machen. Für die Schubladen haben wir den Meisterdübler verwendet. Mhm. Und das waren 9 Schubladen, also 3 Schubladen pro Reihe. Ja, eigentlich eine Dübelhilfe, ne? Die einem hilft, immer auf der gleichen Stelle dann das Loch vorzubohren für den Dübel. Das gleiche dann auch aber an der parallelen Seite. Wir haben das mal relativ genau, vielleicht auch ein bisschen zu detailliert in dem Video festgehalten, als wir unsere Schubladen gebaut haben. Das verlinken wir euch gerne nochmal. Da seht ihr genau, wie man mit diesem Teil umgeht. Wir fanden es total cool. Wir haben es auch als Schiene benutzt für die Trennwand einmal. Stimmt. Haben wir auch gemacht, genau. Also, vielleicht auch wieder zweckentfremdet. Also man kann die Dinge vielseitig einsetzen. Manchmal hilft es wahrscheinlich auch, wenn man nicht zuerst die Bedienungsanleitung liest, sondern einfach mal guckt, wofür man es gebrauchen kann. Das letzte Helferlein, welches wir nicht einmal auf der Baustelle hatten, hier einmal verwendet haben, aber nie mitgenommen haben, ist unser Flächenschleifer. Dabei hätten wir den so gut gebrauchen können. Ja, wir haben so oft nachschleifen müssen mit der Hand. Nicht immer sehr angenehm und der wäre echt... Der wäre echt klasse gewesen. Das können wir nur empfehlen. Also abhängig davon, mit welchem Schleifpapier man arbeitet, wie grob oder fein das ist, Also vielleicht sind wir da auch ein bisschen pingelig, aber uns wäre es lieb gewesen, nicht immer das Schleifpapier direkt in der Hand zu haben oder irgendwie um einen Klotz zu wickeln und dann festzuhalten und dann bricht ihr das wieder ab oder zerreißt. Also eigentlich ist es richtig cool. Ich würde sagen, das ist so ein kleines Luxustool. Kann man machen, muss man aber nicht. Die ganzen Sicherheitsutensilien oder Gehörschutz, ne, haben wir jetzt wahrscheinlich auch nicht so oft verwendet, wie man es hätte verwenden sollen. Die Masken. Genau, die Masken, aber es ist immer gut dabei zu haben. Ein kleines Thema haben wir noch, und zwar geht es um Kabel versus Akku betriebene Arbeitsgeräte. Und da haben wir eigentlich eher, waren wir immer pro Kabel. Haben wir auch vorher immer nur benutzt, ne? Ja, ja, vorher schon. Wir hatten einfach ein besseres Gefühl bei der Langlebigkeit. Als wir jetzt aber natürlich in den Workflow gekommen sind im Verlauf dieses Projekts mit den akkubetriebenen Geräten, haben wir natürlich auch gemerkt, wie schön es ist, wie frei man sein kann, nicht immer das Kabel irgendwo aus dem Weg räumen zu müssen, beziehungsweise auch nicht die nächste Steckdose suchen zu müssen oder alles umzuräumen. Also es hatte schon Vorteile. Abgesehen davon kann natürlich, wenn man bei einem Hersteller bleibt, kann der Akku auch ausgetauscht werden oder untereinander irgendwie verwendet werden. Was wir auch mitgenommen haben, dass es auf jeden Fall Sinn macht, bevor man mit so einem großen Projekt startet, doch eine kleine Einführung in die verschiedenen Werkzeuge zu bekommen, einfach ein Feeling dafür zu kriegen, für welche Materialien, welche Werkzeuge geeignet sind, was nehme ich für Platten, was nehme ich für Latten, was nehme ich für Balken. Wir hoffen, euch hat unser kleiner Exkurs gefallen. Ihr könnt vielleicht aus unseren Erfahrungen und unseren Fehlern lernen, was mitnehmen. Wie gesagt, schaut euch selbst nochmal an, wie man mit den Geräten umgeht. Auch in unserem Videomaterial ist sicher nicht alles so verwendet worden, wie es hätte sein sollen. Wenn euch trotzdem unsere Erfahrungswerte gefallen haben, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, um auch die künftigen Videos nicht mehr zu verpassen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss.